Seite den zweiten Pokal als Rundenschnellster in der Superklasse von gestern. Platz Nummer 2 belegte die Startnummer 594 Josef Buchmeier vom SCC Dingolfing Landau. Platz Nummer 3 die Startnummer 558 Günther Gärtner von Enchalis. Auf dem vierten Platz kam die Startnummer 1124 Franz Brandhuber vom SCC Dingolfing Landau. Auf dem fünften Platz belegte die Startnummer 793 von Walzer Ludwig von den Rennstaaten. Wir gratulieren den Siegern. Von gestern, meine Damen und Herren, den Trainingsschnellsten, Werner Hauser, der eben seinen Pokal entgegennimmt. Wir bitten um ein bisschen Applaus, meine Damen und Herren. Ein bisschen Applaus für die Siegerehrung des Trainingsschnellsten vom Hendrik Samstag, Werner Anton vom Selzer-Team. Von hier vor Start und Ziel sind dann unsere Stocker-Nachwuchslinge. Jetzt dabei auch ein Mädchen. Das ist der Startnummer 883. Leicht zu merken, meine Damen und Herren, die einzige, die eine rote Hose anhat bei diesem Fahrer. 8.3. Auf jetzt, Christian Lauber, ein bisschen mitkommen. Mittlerweile kommt der erste Sprössling hier vorbei und Start Nummer 885 mit rasender Geschwindigkeit mit 1,2 Stundenkilometern. Mittlerweile auch der zweite Teilnehmer. Und hier ist das kleine Mädchen, 883. Streckenposten die Anweisungen zu unterlassen. Ansonsten wird ihre Tochter disqualifiziert vom Rennen. So, zum zweiten Mal vorbeigekommen, hier vor Start und Ziel, die Startnummer 1075. Und hier haben wir ein wahnsinniges Verfolgerrennen von der Startnummer 885. Und hier, was ist hier? Ohne Sicherheitsgurt. Und jetzt kommt das kleine Mädchen, Startnummer 883, zwingt dem Vater zu. Der Däne ist erschüttert über die schlechte Platzierung. Acht Runden sind zu absolvieren, 885, wieder mal hier bei Startnummer vorbei. Das war die Startnummer 500 hier. Der Sohn von Ludwig Berger aus Aldersbach. 1075 zum vierten Mal hier vor Start und Ziel. Hoffentlich geht in der Sprint nicht aus für 8 Runden. Startnummer 885 vorbei. Und jetzt kommt das kleine Mädchen mit der Startnummer 883. Langsam aber sicher. Die 1075 verfolgt den Meisterinnen hier und überholt von der Startnummer 885. So, und jetzt mit Qualmen da draußen, mehr Motor. Wir hier bei diesem Rennen Startnummer 883. Und wiederum hier bei Start und Ziel vorbei die Startnummer 1075. Die Startnummer 500 hat Probleme. Ich hoffe, der Berger hat Verständnis für diese Durchsage. So, letzte Runde für die Startnummer 885. Letzte Runde, ebenfalls letzte Runde für die Startnummer 883. Und letzte Runde für die Startnummer 1075. So, Kurve, jetzt geht's an. Die letzte Runde. Eben ein Überholmanöver da hinten. Startnummer 500 wurde überrundet. Der zweite dann das Ziel. Da ein hartes Finish hier. Ein hartes Finish, meine Damen und Herren. 883. Ja, ja, ja. Und 1075. So, da warten wir noch auf die Platzierungen. Die
aus, rennen wir hinter. Und der Konto hat immer aufgehört. Jetzt ist der Motor warm geworden, ja, ja. Startnummer 500, ich wiederhole, das Rennen ist aus, Rennen ist beendet. Warum sollte ich eigentlich auch mal verfahren? Stopp. Rennen aus, Rennen beendet. Ja, Papi, ich habe ja viel Zeit drin losgeholt, wo? Das war der erste Vorlauf.